In einer Dimension aus zweiter Hand. In einer Ebene, die niemals hätte fliegen dürfen. Irgendwo in den Tiefen von Ankh-Morpork wird ein finsterer Plan geschmiedet. Drachen! 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 Drachen, Drachen, Drachen. Drachen, Drachen. Drachen, Drachen. Drachen, Drachen, Drachen. Nächste Woche wieder bei meinem gewohnten Spezial. Hey, pass doch auf, wo du hinläufst. Bis bald. Verschwinde, lass mich alleine. Verflucht nochmal. Wenn du dich nicht verkrübelst, werde ich... Oh, jetzt verschwinde von der Bildfläche. Schon besser. An solchen Nächten würde ich große Opfer bringen, für was Vernünftiges zu essen. Hände hoch! Wer ist da? Die Hände. Würde es dir etwas ausmachen, die Hände hochzuheben? Warum? Was passiert dann? So läuft das Spiel. Ich sage Hände hoch und du nimmst deine Hände hoch. Was sagst du? Es ist eine Tradition, ein etabliertes Ritual zwischen Räuber und Opfer. Du bist das Opfer und ich bin wie gesagt der Räuber. Also bitte, nimm jetzt deine Hände hoch. Warte mal, ein Dingsbums. Ich habe nicht die ganze Nacht Zeit, weißt du? Jetzt mach schon, na los! Okay, okay. Wo soll diese Stadt noch enden? Ein Mann kann noch nicht einmal in Ruhe etwas trinken. Na also, war das jetzt so schwer? Wenn du mir jetzt nur noch... Oh, verflucht. Unsichtbare Universität. Heim für die besten Zauberer auf der Scheibenwelt und ein oder zwei der schlechtesten. Also jetzt hör mir mal genau zu. Diese ganzen Gerüchte über Drachen. Aber mein Herr, Drachen existieren nur, wenn man an sie glaubt. Richtig, richtig. Wie auch immer. Trotz aller Gerüchte über den Drachen in dieser Stadt
haben die Zauberer der unsichtbaren Universität die Pflicht, ihre öffentlichen Aufgaben auszutragen. Wir müssen diesen Drachen finden und ihn vernichten. Ja, aber wie? Wer? Überlass das Wie nur mir. Was das Wer angeht, nun, ich glaube, ich kenne genau die richtige Person. Warum sagst du nicht Rincewind Bescheid? Rincewind, wach auf, Rincewind! Der Erzkanzler will dich sprechen! Wenn das nicht unser junger Bremswind ist? Rincewind, Herr. Rincewind? Ja, komm rein. Wir müssen miteinander reden. Das heißt, ich rede und du hörst zu. Bestimmt sind dir Gerüchte über einen Drachen zu Ohren gekommen, der angeblich unsere Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Ein Drache? Meinst du vielleicht ein Geschöpf, das Feuer spuckt, ganze Städte verbrennt? Sei still. Ja, so ein Geschöpf meine ich. Schuppig, eitel, in glänzende Objekte vernarrt. Wir müssen sicherstellen, dass die unsichtbare Universität auf angemessene Weise bei den Versuchen repräsentiert ist, das Ungeheuer zu erledigen. Wenn irgendein Bauerntölpel den Drachen einfach so erschlägt, dann fragen sich die Leute vielleicht, weshalb sie Zauberer brauchen. Da wir gerade davon sprechen, Herr, weshalb brauchen die Leute Zauberer? Zauberer mögen gutes Essen, und zwar viermal am Tag.
Wenn du keinen leeren Magen riskieren willst, solltest du dich besser um den Drachen kümmern. Aber eigentlich gibt es doch gar keine Drachen. Sei still! Drachen existieren, wenn man an sie glaubt. Er glaubt fest genug an sie, um uns reichlich zu belohnen, wenn wir ihm das Ungeheuer vom Hals schaffen. Verstehst du? Nein, eigentlich nicht. Sei still, ich will keine Entschuldigung hören. Hier gibt's nur immer Ausflüchte. Lauf zur Bibliothek und hol mir eine Ausgabe von Federwinkels Handbuch über Drachenhorte. Darin finden wir bestimmt einen Hinweis darauf, wo wir nach dem Schuppenbiest suchen müssen. Du bist immer noch da? Stehst wie was Unhygienisches herum? Worauf wartest du noch? Bitte entschuldige, werter Herr, könntest du mir ein Buch besorgen, das Federwinkels Handbuch über Drachenhorte heißt? Ausgezeichnet! Braver Junge Bremswind! Rinswind, Herr! Aha! Jetzt haben wir die Formel für Recoglimentos nie versagenden Drachenhortfinder. Damit können wir das Biest finden und es wie ein Gnu fangen. Wie eine Ratte, meinst du? Ja, vielleicht. Das wäre sicher einfacher. Hast einen guten Sinn für die Realität. Das mag ich bei einem Zauberer. Geh jetzt und hol die benötigten Dinge. Ich werde deine Dienste vor dem Bewilligungsausschuss zur Sprache bringen, wenn es darum geht, über deine Studienbeihilfe fürs nächste Jahr zu entscheiden. Vielleicht kürzen wir sie nur um die Hälfte. Habe ich jemals meinen Wunsch erwähnt, ein Jack zu sein, Herr? Das lässt sich arrangieren, Rinswind. Wende dich an den Bibliothekar. Mach dich jetzt endlich auf den Weg. Wir brauchen einen Stab stürmischer Thermaturgie. Eine Spirale unfehlbarer Induktion. Ein kleines Wesen mit schwachen Nerven und einen Behälter aus dem stärksten eisenhaltigen Metall. Oh, das ist alles? Nun, darüber hinaus ist ein Atemhauch des fraglichen Wesens notwendig. Drachenodem. Ja, gibt's dabei irgendwelche Probleme? Nein, überhaupt keine. Nun steh nicht einfach so da. Brich sofort auf!
Wie öffnet man das Tor? Man hat die Dingsbums geändert, die Handbewegungen. Es ist ein ganz neuer Zauber. Dann zeig mir den neuen Zauber. Ausgeschlossen, er ist geheim. Und jetzt die Handbewegungen. Ja, ja, meinetwegen. Lass sie einfach so wackeln. Auf diese Weise. Es ist fast richtig. Versuch's mal so. Auf diese Weise. Alles klar. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, ich lege mich ein bisschen aufs Ohr. Und das Tor? Sollst du es nicht bewachen? Auch ein Wächter braucht mal eine Pause. Bin doch kein Arbeitstier. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Nun, wir sehen uns später. Ankh-Morpork, durch den Fluss Ankh geteilt, ist die älteste Stadt auf der Scheibenwelt. Eigentlich sind es zwei Städte, das verrottete Ankh auf der einen Seite und das verpestete Morpork auf der anderen. Auch wenn die Pest sich recht demokratisch verhält und fast die gesamte Stadt bedeckt. Man sagt, dass alle Straßen nach Ankh-Morpork führen. Tatsächlich ist das falsch. In Wahrheit führen alle Straßen von Ankh-Morpork fort. Nun, wie geht's deiner Frau? Oh, ganz gut. Und was ist mit deiner? Sie kann nicht klagen. Übrigens, wir wollten euch für morgen Abend zum Essen einladen. Ich habe Schokoladenkuchen, Erdbeerpudding und Entenkasserolle mit Laubkompost vorbereitet. Laubkompost? Hab ich Laubkompost gesagt? Ich meine Karamell. Nun, es gibt massenhaft Leckeres. Du kennst ja meine Frau. Sie kocht gern. Ja, aber hältst du das für eine gute Idee? Ich dachte, sie achtet auf ihr Gewicht. Warum sollte sie auf ihr Gewicht achten? Nun, du weißt schon. Nach dem letzten Mal, als sie aus Versehen das Kamel verspeiste. Sie ist nicht in dem Sinne dick, nur ein wenig knuddelig. Ja, knuddelig. Sehr, sehr knuddelig. Und auch höckrig. Und deine Frau? Hat sie es inzwischen geschafft, das Ding aus ihrem Gesicht zu entfernen? Ding? Welches Ding? Das haarige Etwas. Das ist ein Schönheitsfleck. Oh, ich verstehe. Für einen Schönheitsfleck ist das Ding erstaunlich lang, findest du nicht? Hör mal, Schnurrbärte gelten als Zeichen für Sinnlichkeit. Was? Bei Frauen? Willst du meine Frau etwa als hässlich bezeichnen? Nein. Gut, sonst hätte ich mich sehr geärgert. Meiner Ansicht nach solltest du ihm gar keine Beachtung schenken. Mit einer alten Vettel zusammenzuleben, das ist wahre Liebe. Wie bitte? Nun, dein Freund hat deine Frau eben als unerhört hässlich beschrieben. Nein, ich habe nur angedeutet, dass sie unattraktiv ist. Zweifellos mangelt es ihr nicht an innerer Schönheit. Hilfe! Als ich das letzte Mal einen so großen Ring gesehen habe, tanzten Druiden darum herum.
Sei still und setz dich. Klappe halten. Wenn du verrückt bist, solltest du nicht herumlaufen und andere Leute anstecken. Nun, jenes Wort, das du nicht ausstehen kannst. Sag mir, welche Gefühle es in dir weckt. Ja, ich verstehe. Zweifellos ein Fall von latenter Aggression. Entspann dich jetzt und sag mir, was du empfindest, wenn du das fragliche Wort hörst. Achtung, es geht los. Tier. Wie bitte? Die Augen, die schrecklichen, wissenden Augen. Was ist geschehen? Es einfach zu viel wurde. Schlagen und nicht schlagen. In meinem Gehirn alles verkleistert. Nehmt sie weg, alle grün sind. Entschuldigung, offenbar bin ich hier im falschen Gespräch. Wimmel. Darüber sollten wir besser nicht reden, oder? Ist sehr empfindlich, weißt du. Wie stellst du es an, die Stimmen zu verändern? Sie zu verändern? Mini Teglopasin. Du hast es gerade wieder gemacht. Man nennt es Eimern. Hat's was mit Kanalisieren oder Ableiten zu tun? Nein, es ist wie mit dem Ableiten. Allerdings fließt dabei nichts weg. Es schwappt da drin umher und tröpfelt willkürlich fort. Die Winterabende vergehen bestimmt wie im Flug. Das scheint mir eine gute Gelegenheit zu sein, dieses törichte Gespräch zu beenden. Sei still und setz dich. Klappe halten. Wenn du verrückt bist, solltest du nicht herumlaufen und andere Leute anstecken. Das funktioniert. Möchtest du einen Geldbeutel kaufen? Eine sehr günstige Gelegenheit. Kostet nur einen Ankh-Morpork-Dollar. Nein, danke. Ich habe schon einen Geldbeutel. Bist du sicher? Gestohlen! Man hat ihn mir gestohlen! Wie gut, dass ich dir Ersatz anbieten kann, nicht wahr, Herr? Einen Augenblick. Das Ding sieht genau wie mein alter Beutel aus. Umso besser. Dann vermisst du deinen alten Beutel überhaupt nicht. Das hat man davon. Hör mal, hast du das gestohlen? Sieh mich nicht so an, Herr. Ich bin nur ein liebenswerter Gassenjunge. Allerdings ein bisschen eklig. Eklig? Meinst du wie die Biester, die an der Meeresküste zwischen Felsen hocken? Laufen spitz zu. Seesterne? Sterne? Ich dachte, die gibt's nur am Himmel. Habe mir eher was Seeigliges vorgestellt. Wie dem auch sei, ich bin also ein liebenswerter Seestern. Wenn da nicht irgendwas faul ist. Ich möchte dir nur was verkaufen. Zum
zum Beispiel einen zweiten Geldbeutel als Reserve für den Fall, dass du den ersten verlierst. Wenn du mir eine Frage erlaubst, wie stellst du das an? Soll ich etwa ein Berufsgeheimnis verraten? Sag mir, wie du das anstellst, wenn du dich nicht von deiner Milz verabschieden willst. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Nun, wenn du die Sache so siehst, es ist ganz einfach. Ich schlage vor, du übst bei den Alten dort drüben. Davon habe ich bereits ein Exemplar. Lass die Finger von dem Lockenwickler. Ah, na schön. Hallo. Junger Mann, du hast die Ehre, als Erster mein neues Ensemble zu sehen. Ich schaffe nun einen Trend, der die ganze Modewelt erschüttern wird. Lockiges Haar. Nun, wie du willst. Was soll das heißen? Nun, ich meine, es mag nicht zu deinem Stil passen. Was weißt du denn davon? Ich nehme keine Moderatschläge von einem Mann entgegen, der ein Kleid trägt. Ah, na schön. Hallo. Junger Mann, du hast die Ehre, als Erster mein neues Ensemble zu sehen. Ich schaffe nun einen Trend, der die ganze Modewelt erschüttern wird. Lockiges Haar. Nun, wie du willst. Was soll das heißen? Nun, ich meine, es mag nicht zu deinem Stil passen. Was weißt du denn davon? Ich nehme keine Moderatschläge von einem Mann entgegen, der ein Kleid trägt. Nun, ich glaube wenigstens, dass es ein Lockenwickler ist. Ist das ein Lockenwickler in deinem Haar? Natürlich ist das einer, du unverschämter Lümmel. Hab nur gefragt. Es ist also ohne jeden Zweifel ein Lockenwickler. Was? In deinem Haar. Ein Lockenwickler. Natürlich. Warum befände sich das Ding wohl in meinem Haar, wenn's kein Lockenwickler wäre? Ah, hältst du das nicht, Was halte ich nicht? Nun, hältst du das nicht für ein wenig ungewöhnlich? Um Himmels Willen, nein! Na bitte. Oh,
Also lässt du dich auf die traditionelle Weise frisieren? Auf die traditionelle Weise? Mit Lockenwicklern und so. Das Ergebnis dürfte wohl kaum sehr originell sein. Was? Nun, von einer vielbeschäftigten Frau wie dir kann man natürlich nicht erwarten, dass sie jedem neuen Trend folgt. Was? Sei nicht albern. Friseur, ich möchte das Haar glatt. Eine sehr kluge Entscheidung, Madam. Hallo. Oh, hallo. Ich schätze, es ist ein sehr sinnlicher Job. Immerhin hast du den ganzen Tag mit Frauenhaar zu tun. Nein, nicht bei dem Typ Frau, mit dem wir es hier zu tun bekommen. Nie sehe ich seidene Locken. Nie bewegt sich goldene Magie unter meiner Schere. Hier ist nichts auch nur annähernd so wundervoll wie mein kleines Milchmädchen. Das funktioniert. Ein wenig glitschig, nicht wahr? Es ist alles in bester Ordnung, das versichere ich dir. Vielleicht solltest du dir in die Hände spucken. Dann wird's noch glitschiger, nicht wahr? Es könnte einen Versuch wert sein. Aber dann rutsche ich ab und sterbe. Wäre das so schlimm? In philosophischer Hinsicht, meine ich. Aus meiner Perspektive gesehen, ja. Der Tod hat auch positive Aspekte. Zum Beispiel hat man seine Ruhe. Außerdem braucht man kein Geld mehr für Kleidung, Miete und Nahrungsmittel auszugeben. Soll das heißen, dass meine Zeit abgelaufen ist? Wenn du es so ausdrückst. Nun, ich bin zufällig vorbeigekommen und als ich dich sah... Du weißt schon, ich dachte, wir könnten die günstige Gelegenheit nutzen. Ich möchte lieber noch ein bisschen warten, wenn es dir recht ist. Wenn du darauf bestehst, bis später. Wie viel später? Fang besser nicht damit an, ein dickes Buch zu lesen. Zauberer haben die Ehre, obwohl es eine recht zweifelhafte ist, persönlich vom Tod empfangen zu werden. Nicht nur das. Sind Zauberer doch auch in der Lage, zu Lebzeiten den Tod zu sehen und mit ihm zu sprechen. Auch wenn anderslautende Gerüchte besagen, dass er ein angenehmer Gast zum Abendessen ist. Ganz im Gegenteil.
Oh, ausgezeichnet. Und nun erledige die Leute. Das funktioniert. Funktioniert nicht. Scheint ein kleines Heim für ein sehr kleines Geschöpf zu sein. Thank you.
funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Sie führt zu... Sie führt zu... Das funktioniert nicht. Der Griff dieses Schmuck... Viel los? Nein, eigentlich nicht. Wieso? Oh, ich dachte nur, was gibt es hier zu trinken? Nun, man muss sich der Kundschaft anpassen, Freund. Die Leute, die häufig bei mir einkehren, was möchten sie wohl trinken? Nun, was darf's sein? Ist dies eine Taverne, in der harte Burschen verkehren? Gilt dieses Haus als ein Ort der Gewalt? Ja, natürlich steckt keine Planung dahinter. Es ergab sich einfach so. Dann nehme ich das Übliche. Ein Glas Gin mit Zimmertemperatur und einem menschlichen Haar drin serviert. Oh, ich habe gerade nachgesehen und festgestellt, dass wir keinen Gin mehr haben. Whisky? Leider nein. Reiswein, Pernod, Absinth, Knieweich? Nein. Wie wär's mit einem Krug Rachenputzerbier? Ich fürchte, es ist verdorben, Herr. Verdorbenes Rachenputzerbier? Wie ist das möglich? Es tötet Bakterien. Man kann es benutzen, um Aborte zu reinigen. Nun, es hat sich gesetzt, Herr. Das Schwarze darin hat sich unten angesammelt. Irgendetwas ist mit dem Holunderbeerwein passiert. Scheint sich ebenfalls gesetzt zu haben, ist klumpig geworden. Aber bestimmt kann man ihn trotzdem trinken. Nein, danke. Hast du was ohne Klumpen drin? Oh, tonnenweise. Nun, Herr, ich weiß nicht, ob du das improvisierte Wortspiel bemerkt hast. Ich finde es recht gelungen. Tonnenweise. Damit könnten Tonnen gemeint sein, also Behälter. Es wäre aber auch möglich, dass es sich um einen umgangssprachlichen Ausdruck für viel handelt. Ja, ja, nicht übel. Du hast also viele Getränke, oder? Nun, nicht unbedingt. Gibt es hier was zu trinken? Natürlich, Herr. Dies ist eine Taverne. Welchen Sinn hätte eine Taverne, in der kein Bier ausgeschenkt wird? Heute haben wir sogar Bier vom Fass. Riecht überhaupt nicht wie Bier. Das riecht wie Zinnemots lakonischer Milzberuhiger. Nun, das Zeug hat große Ähnlichkeit mit Bier, Herr. Wie bitte? Es ist eine der gefährlichsten Arzneien, die je von Menschen ersonnen wurden. Wie kann sie Bier ähneln? Nun, es ist eine Flüssigkeit, Herr. Ich rühre das Zeug nicht an. Gib mir bitte ein Glas Wasser. Wasser? Etwa aus dem Fluss Ank? Du bist mutiger, als ich dachte. Oh, ich verstehe. Na schön. Dann gib uns Zinnemots lakonischen Milzberuhiger.
Voll und gehe jetzt, um mich zu beschweren. Magie, Zauberer, Antigravitation. Das ist unnatürlich. Jawohl. Wer zahlt den Preis dafür? Ich zahl ihn. Die Treppe hoch, um zu klagen, dann wieder nach unten in die Küche. Hoch und runter, hoch und runter. Wie ein Kinderspielzeug, das an einer Schnur gehalten wird. Ein Drachen? Ja, genau. Die Treppe rauf und runter, wie ein Drachen. Sowas? Das funktioniert nicht. Verlieren wir keine Zeit mit müßigem Gerede. Entschuldige, ich habe die meiste Zeit über geschwiegen. Du brauchst nichts mehr zu sagen. Gut, geh jetzt. Es gibt noch immer viel zu tun. Gut, geh jetzt. Es gibt noch immer viel zu tun. Gut, geh jetzt. Es gibt noch immer viel zu tun. Ausgezeichnet, ein guter Mann, der Mann. Die langweilige Arbeit hast du hinter dir. Jetzt brauchen wir einen heldenhaften Zauberer, der den Drachenhort aufsucht, um das Gold, den Ruhm zu erwerben.
Bremswind. Du darfst jetzt gehen und versuch, dich hier nützlich zu machen. Für Faulpelze gibt's keine großen Mahlzeiten mehr. In Ordnung. Nun, ich schleiche einfach durch diesen Korridor fort, ja? Aha. Bis dann, Rindstorm. Und du, kümmerst dich um das Gold. Ich meine um den Drachen. Du, erledigst hier alles. Ja, genau. Vielleicht sollte ich dir Hilfe anbieten, Herr. Immerhin habe ich direkte Erfahrung mit dem Apparat fürs Drachenfinden. Soll das ein Witz sein, Mann? Wir brauchen jemanden, der Charakter und Mumm hat, dem es nicht an Kraft und Schleue mangelt. Woraus folgt, wir brauchen jemand anderes als dich. Was hat 100 Augen, trinkt Blut und isst Purpurn? Meine Güte, Junge, woher soll ich das wissen? Ein Geschöpf dieser Art steht hinter dir, Herr. Ich hoffe, es war kein wertvoller Läufer. Reich! Ich bin reich! Ich bin sagenhaft vermögend! Ich bin angenehm wohlhabend! Es gehört alles mir! Und kein blöder Zauberer wird's mir wegnehmen! Nun, als ich eben blöd sagte, meinte ich natürlich keinen Mangel an Geist, Charme, Charisma, Attraktivität, Zähnen, Krallen. Sei still. Ja, Herr. Ich bin jetzt still, Herr. Ich bin erzürnt, kleiner Mann. Ich bin erzürnt und traurig. Eine böse Bruderschaft hat mich von meinem alten Ruheplatz hierher geholt und zwingt mir ihren Willen auf. Man verwendet mich für unheilvolle Zwecke. Sie stecken in meinem Kopf. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Eigentlich liegt mir nichts daran, irgendjemandem Leid zu bescheren. Ich möchte nur in meine Heimatdimension zurückkehren. Such die böse Bruderschaft und neutralisiere jenen Zauber, der mich beherrscht. Sonst bin ich erneut gezwungen zu zerstören und zu töten. Ich kann der dunklen Macht nicht mehr lange widerstehen. Ja. Wie kann ich den Zauber neutralisieren? Finde heraus, wer zur geheimen Bruderschaft gehört. Jeder von ihnen besitzt ein goldenes Schmuckstück. Mit jenen 6 Artefakten rief man mich hierher. Bring sie mir, dann kann ich das mentale Joch der Bruderschaft abstreifen. Ja, aber wo soll ich nach der Bruderschaft suchen? Du hast gesagt, sie ist geheim. Finde jenen, der das Drachenbeschwörungsbuch aus der Bibliothek der unsichtbaren Universität stahl. Er wird dich zu den anderen führen. Nun, ich schätze, ich sollte mich sofort an die Arbeit machen, oder? Oh, übrigens, man bereitet mich für echtes Verheeren vor. Wenn es dir nicht gelingt, die Pläne der Bruderschaft zu vereiteln, dann benutzt man dich im nächsten Winter, um einen glatten Pfad zu bestreuen. Oh, verstehe.